Servus die Mauern und grüß euch die Buben. Ja Freunde, ich bin wieder mal unterwegs ein bisschen und möchte mich da oben schlagen zu dem kleinen Wasser, wo ich da voriges Jahr schon mal war, wo ich diesen Eisvogel auch gesehen habe. Das Platzl möchte ich mal wieder aufsuchen. Ich habe heute mein Tele auch dabei, vielleicht rennt uns oder fliegt uns irgendwas vor die Linsen, eine Kleinigkeit essen und dann möchte ich dort den Nachmittag gnädlich verbringen. Also, ihr seid sowieso dabei, brauche ich nicht von Gemma, oder? Und da war jetzt wieder so schön warm ist, habe ich mir gleich mal wieder meine Jacken entledigt. Jetzt einmal, wie schön hoch der Bärlauch schon ist. Wahnsinn. Bärlauchplantage, wie ich mich jetzt gerade befinde. Da hinten habe ich jetzt gerade einen Hochstand, der spät. Ja, da birscht man es langsam an, in die Richtung muss ich volle Welle. Ja, da ist jetzt zum die Heckkurve noch da lassen. Ja, Kamera habe ich da keine gefunden. Normal springen wir die ins Auge. Aber es macht aber nichts. Das ist auf alle Fälle abgesperrt. Wird er wahrscheinlich runterlassen, wenn der Jäger kommt. Schöner Reiher. Da hinten, wo man den Oster so übersieht, das ist unser Platz, wo wir jetzt hingehen. An der Oberfläche lauter kleine Fischerl, der Tümpel lebt. Ich war halt gerade. Klar, die wohnen da. Ja, das war die Stelle, wo ich den Nutri einmal gesehen habe. Ich kann euch das Video da oben verlinken, könnt ihr euch das anschauen. Ja, bin auf dem Platz wieder da. Schön. Ja, jetzt habe ich mir alles hergerichtet, alles aufgebaut. Paperl haben wir dabei, ich habe heute zwei Frankfurter und zwei so Depreziner noch dabei. Die kommen ins Pfandl. Vorher machen wir noch mal Kartoffeln, die möchte ich auch anbraten. Dann habe ich natürlich einen Händelmeier-Senf dazu und noch ein Stückchen von einer Frühlingszwiebel. Ja, das Ganze werden wir heute mal machen. Jetzt schneiden wir mal meine Kartoffeln und haben dann ein Öl rein und dann fangen wir mal an. Weil jetzt hungert es mich.
natürlich wieder schön. Ach, die schauen schon gut aus. Die sind fertig. Aha. Hoppala, da bleibst du. Hinschneiden. So, und ich würde sagen, jetzt lasse ich mir es einmal schmecken. Sag einmal, Mahlzeit. Ja, die schmecken halt extrem. Jo. Knackig. Super gelungen. Exquisite. Ja, gut gegessen hätten wir natürlich. Da haben wir natürlich noch einen Kaffee. So, da. Da ist er. Ja, mein erster Gruß wieder an meine Krankensaison. Werd's mal gesund. Und natürlich mein zweiter Gruß an alle Gesunden, dass man nicht krank wird. Prost. Und jetzt schaue ich dann das Objektiv um und dann hoffe ich, dass ich was sehe. Ja, wie das Schicksal so spielt, sitze ich da schon eine gute Dreiviertelstunde. Ja, außer einem kleinen Vogel da oben, absolut nichts. Es ist wirklich wie verhext. Ja, aber so ist das Leben. Geschafft habe, wieder mal 16 bis 17 drauf. Vielleicht sieht man es auch, es ist ein bisschen trieb worden.
Okay, das war's einmal wieder. Prost, rauslaufen wir. 100 Meter noch und dann dein Auto. War wieder ein schönes Tag, aber ich kann nicht mehr sagen. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Maren und viert euch die Burg.